jetzt ist gleich Preisgericht, jetzt hat sich ja Beugehofgericht und so weiter. Sie haben einen Amtsausweis? Bitte zeigen Sie es. Kannst du das filmen? Das ist ein Dienstausweis. Der zeigt uns nur, dass Sie da angestellt sind. Ja, Sie haben keine Legitimation. Oder wir denken das, weil Ihr Arbeitgeber zwangsvollstreckt ist seit Dezember 2012. Ja. Das Gericht und die Polizei sind Unternehmen. Aber das ist eine Privatveranstaltung und ja, deshalb bitten wir Sie zu gehen. Ich habe den Auftrag und der Pfingner mitzunehmen. Ja, aber Sie können sich nicht legitimieren. Nein, Sie sind angestellt. Ja, das Gericht wird zu mir beauftragt. Kein Amtsausweis. Sie sind ja in einem Unternehmen angestellt. Das heißt, Sie haben ja keine delegierte Macht, etwas aufzuführen. Selbstverständlich, das Gericht wird zu mir selbstverständlich. Wer gibt Ihnen diese? Das Gericht. Ja, aber das Gericht ist doch ein Unternehmen. Ich habe über Auftrag. Ja, aber das Unternehmen ist zwangsvollstreckt. Haben Sie sich noch nicht informiert, was da passiert ist im März 2013? Entschuldigung, aber ich warte auf Ihren Friedmann. Ja, Sie können hier gerne warten. Bitte, gerne. Ja, das Hotel ist ja Ich wollte eine schöne Veranstaltung machen und ich will die Veranstaltung ja nicht stören in diesem Sinne. Inwiefern wollen Sie sie stören in dem Sinn? Dann ja, ich schon gehabt. Ja, aber Sie haben keine Legitimation. Ich habe den Auftrag gar nicht gemacht. Aber Sie verstehen die Frage, Ihre Legitimation können Sie nicht vorweisen. Ich habe mich ausgewiesen als Gerichtsvollzieher, das ist klar. Nein, das könnte jetzt wirklich jeder. Okay. Sie können jetzt einen Dienstausweis hergeben und es ist nicht nachher. Es ist erledigt. Das Dienstausweis angestellt in der Firma Gericht, keine Legitimation. Ganz einfach. Sie können sich hier gerne privat aufhalten, weil Sie sind für uns eine Privatperson. Sie sind eingeladen, auch zuzuhören. Ja, ich lade Sie wirklich beide wirklich ein, zuzuhören. Es ist ganz interessante. Ich brauche einen Friedmann. Ja, dann warten Sie gerne hier. Ja, weil dann sind wir ja Ihre falschen Ansprechpartner. Danke, ja. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Gut. Dann ist das geklärt. Wir sollen ja nicht ansprechen.